heutigen Video reden wir über das Thema Hüftschmerzen. Ja? Also egal, ob du Verspannung hast, ob du Arthrose hast, ob du eine Schleimbeutelentzündung hast oder andere Symptome, die die Hüfte betreffen, oft ist eine Ursache hierfür schuld, und zwar eine schlechte Position deines Beckens. Und genau darüber werden wir heute reden in drei Punkten. Erstens, wie sieht eigentlich eine Beckenposition aus? Welche unterschiedlichen Beckenpositionen gibt es? Und welche sind besonders ungünstig und günstig für deine Hüfte? Zweitens, warum nimmt der Körper überhaupt diese Stellung ein? Ja, warum, das führt doch zu Schmerzen. Warum macht der Körper das überhaupt? Und drittens zeige ich dir dann natürlich mit diesem Grundverständnis die zwei besten Übungen gegen das Problem. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. So, sprechen wir mal über das Thema Beckenposition. Ja, vorher mal eine ganz kurzer anatomischer Überblick. Ja, wir haben hier unser Becken, hier haben wir unser Kreuzbein und darauf stützt sozusagen unsere Wirbelsäule. Das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber so ist das aufgebaut. Und wir haben hier in der Beckenschaufel haben wir das Hüftgelenk. Ja, so. Das heißt, wir haben nicht nur irgendwie eine losgelöste Stellung vom Hüftgelenk, ja, dass das Bein irgendwie abgespreizt ist, nein, sondern wenn wir stehen, dann hat natürlich die Orientierung unseres Beckens einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Hüftstellung. Das heißt, das Becken kann hoch stehen, das Becken kann nach vorne gedreht sein, das Becken kann insgesamt nach vorne oder extrem weit nach hinten gekippt sein. Und das Becken, ja, das ist auch besonders fies sozusagen, das ist innerhalb in sich, kann das auch noch gewisse Verwringungen einnehmen. Ja, das ist also alles möglich. Es ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt, aber ich möchte es etwas vereinfachen. Ja, damit klären wir auch direkt den zweiten Punkt, den ersten und den zweiten Punkt. Warum nimmt der Körper überhaupt gewisse Stellungen ein, die hinterher eventuell zu Schmerzen führen? Ja, und die Antwort hierauf ist wie immer Effizienz. Also als erstes muss man wissen, der Körper, nichts in der Natur um uns herum ist symmetrisch. Ja, die Natur ist nicht symmetrisch. Es hat sich nicht bewährt, eine symmetrische Struktur, um optimale Stabilität, um optimale Effizienz zu gewährleisten. Ja, das ist einfach nicht der Fall und das ist auch im menschlichen Körper nicht der Fall. Wir sind auf der rechten Seite schwerer als auf der linken Seite. Warum? Wir haben einen größeren Lungenlappen, wir haben ein größeres Zwerchfell, wir haben mehr Dickdarm, Dünndarm, wir haben, glaube ich, die Leber auch auf der rechten Seite. Wir sind auch neuronal so verknüpft, dass meistens die rechte Seite unsere dominante Seite ist. Nein, wenn du Linkshänder bist, dreht sich das nicht alles um. Es ist immer so, dass die rechte Seite schwerer ist als die linke. So, und was passiert, ja, wenn hier die rechte Seite, ja, du musst dir das vorstellen, der Körper, der nutzt das übrigens, ja, diese schwerere rechte Seite, um eine Verzögerung zu schaffen. Ja. Das heißt, dass die linke Seite, die ist meistens ein bisschen schneller vorne und dann entsteht sozusagen der aufrechte Gang. Ja. Und der aufrechte Gang, der hat einen inhärenten Bias immer zur rechten Seite. Ja. Wir sind oft in der rechten Stützphase gefangen. Ja, das nennt sich dann Left AIC, Right BC Pattern, ist zum Beispiel ein Begriff, welcher vom Postural Restoration Institute sozusagen benannt wurde. Das kann man auch alles recherchieren, das habe ich mir nicht ausgedacht. Was allerdings passiert, ja, wenn wir jetzt diese Strategie etwas betonen, ja, der Körper, der, wenn wir zum Beispiel Sport machen, wenn wir laufen, wenn wir effizientere Abläufe brauchen, wenn wir mehr, wenn wir Krafttraining machen, dann ist es oft so, dass der Körper natürlich auch einen Weg sucht, okay, ich habe jetzt hier diese schwerere rechte Seite, die fällt eigentlich auch nach vorne sozusagen, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Was mache ich, um das auszugleichen? Ja? Und zwar orientiert der Körper die linke Seite wieder nach vorne. Ja? So, der stellt sozusagen die linke Seite in die Strömung. Ja? Das heißt, wenn die rechte Seite die ganze Zeit nach vorne fällt, hilft es mir einfach dabei, links mit der sozusagen leichteren Körperseite des Beckens nach vorne zu stellen. Deswegen haben ganz viele Leute eine sogenannte rechte Beckenvordrehung, ja, also die linke Seite dreht nach rechts, oder eine linke Beckenhochstellung. Ja. Das heißt, normalerweise ist rechts vorne, aber wenn zum Beispiel linke Seite hoch steht, dann hat man meistens mit so einem Problem zu kämpfen. Ne? Und wenn du dir das jetzt vorstellst, ja, wenn man dann oft übrigens den Fall, gerade wenn wir diese linke Beckenhochstellung haben, dass alle Testergebnisse, vor allen Dingen die rechte Seite der Hüfte oft betroffen ist. Ja, das kann dann hier an der Seite Impingement sein, das können Probleme mit dem Tractus iliotibialis sein, also Hüftschmerzen außen. Und was ganz häufig vorkommt, ja, wir haben hinten
Damit das Becken überhaupt nach vorne gedrückt werden kann, haben wir eine konzentrische Arretierung der Muskulatur auf der linken Seite, ja, also diese verkürzte Muskulatur. Und das kann auch zu Problemen mit dem Piriformis führen, also Ischialgie, aber natürlich auch verringerte Hüftinnenrotation, Schmerzen, ja, dass wir einfach weniger Beweglichkeit haben. Und um das jetzt mal ein bisschen aufzuräumen, ja, und diese Übung kannst du gefahrlos nachmachen. Ich zeige dir jetzt als erstes einmal einen Test, den du machen kannst, um zu gucken, ob das Ganze bei dir auch der Fall ist. Und dann zeige ich dir zwei Übungen, mit denen du das sozusagen aufräumen kannst. So, und was wir jetzt vorher mal machen, um ein bisschen Orientierung zu schaffen, ob du das eben Besprochene wirklich auch hast, ja, um das so ein bisschen einzugrenzen, machen wir vorher mal ein paar Funktionstests für die Hüfte. Ja. Und zwar, ich kann dir empfehlen, nimm hier so ein dickeres Handtuch, ja, so eine Handtuchrolle und leg die hier zwischen Becken, ja, das merkst du hier, den Beckenrand und den untersten Rippen, legst du dich mal so seitlich drauf. Ja, warum? Ich habe da eine relativ gerade Wirbelsäule, ohne dass ich das jetzt muskulär steuern muss und habe damit sauberere Testergebnisse. Okay, so, was du machst, du ziehst die Knie ungefähr so auf so einen 30 Grad Winkel ran. Ja, 90, 45, 30 Grad, ja, Schienbeine parallel zum Körper. Ich könnte mir jetzt hier auch noch ein Kissen drunter legen. Und was du mal machst, ja, du streckst das obere Bein weg. Ja, und der erste Test, den wir machen, Achtung, hier die Spina iliaca anterior superior, das ist dieser spitze Beckenknochen. Ja, der darf jetzt nicht nach hinten weg rotieren. Ja, rotier den am besten sogar so einen Ticken nach vorne, dass das hier parallel ist. Streck dein Knie durch und versuch mal, wie weit du die Hüfte abspreizen kannst. Ja? Und ich will jetzt gar nicht mich so sehr auf absolute Zahlen oder so festnageln, das muss hier 45 Grad oder so sein. Vergleich einfach mal nur hier in dem Fall meine rechte Seite. Ich drehe mich mal eben um, ja, mit meiner linken Seite. Ja? So. Und dann fällt dir vielleicht auch auf, ja, dass ich so ein Stück oder relativ viel weiter mit der linken Hüfte habe ich mehr Abduktion, ja, habe damit mehr Außenrotation. Das würde ich mir auch aufschreiben. Ich weiß das natürlich, ich habe meine Testergebnisse schon vor langer Zeit ausgewertet. Ja. Du kannst auch ein Foto davon machen mit einer Winkel-Mess-App, das auch mal messen, ja, für die Leute, die da wirklich ins Detail gehen wollen. Ich will erstmal, dass du notierst, okay, wo ist es besser oder ist es vielleicht auch gleich? Ich merke, ja, bei mir ist rechts deutlich schlechter als links. Jetzt machen wir noch einen zweiten Test, den zeige ich direkt mal auf links. Ja? Und zwar legst du dich wieder so hin, genau in die gleiche Position. Ja? Und jetzt machst du hier so eine Art Pferdekuss, 90 Grad im Knie, dass der Oberschenkel parallel zum Oberkörper läuft. Und jetzt versuchst du mal, dass die Innenseite von deinem Knie auf den Boden fallen zu lassen. Ja? Ohne Anstrengung, einfach nur fallen zu lassen. Dann siehst du, ich habe ungefähr so ein Stück Abstand zum Boden. Auf der linken Seite fällt das hier also relativ gut ab. Es könnte etwas besser sein. Ja. Hier, ne, jetzt mache ich auch wieder diesen Pferdekuss, zack. Ja, ich lasse locker. Auch hier wieder etwas schlechter. Müsste ich jetzt mal genau gucken. Ist nicht so dramatisch der Unterschied. Ja. Es ist aber auch in der Regel, ja, schlechter bei mir rechts als links. Okay? So, hieraus bitte keine Raketenwissenschaft machen, das sind einfache Bewegungstests. Ja, wenn du jetzt einen Physiotherapeuten bei der Hand hättest, wäre das besser, wenn der die mit dir machen würde. Haben wir nicht, ja, habe ich auch keinen Bock vorm Training mal kurz diese Tests zu machen. Ich mache daraus keine Raketenwissenschaft, ich mach das einfach immer gerne, um mich zu orientieren, ja. Weil, das ist bei mir der Fall, ja, rechts beide Testergebnisse schlechter. Warum? Weil ich einen relativ starken Fall davon habe, von dieser linken Beckenhochkippung, okay, also das sieht man bei mir auch, ja, wenn ich jetzt nackt bin, ist mein linkes Becken deutlich höher als das rechte und damit sind Innen- und Außenrotation der rechten Hüfte limitiert und damit auch Abduktion und Adduktion, das ist das, was wir eben getestet haben. Das kannst du ja auch einfach so ein bisschen so merken, ja, die Hüfte ist so ein bisschen begraben
unter dem ganzen Körper. Dafür sind beide Testergebnisse links etwas besser. Wenn man diese Becken nach vorne Rotation hat, ist es oft so, dass die Außenrotation, also die Abduktion, links besser ist als rechts. Und dafür ist die Innenrotation links etwas schlechter als rechts. Ja? Also da kannst du anhand dieser Testergebnisse schon mal so ein bisschen eingrenzen. Ja, habe ich eher so eine Becken nach oben Stellung oder eine Beckenvordrehung? Was ich von dir aber im Hauptkern möchte, ist, dass du eben guckst, wie groß ist denn diese Abduktion, Adduktion wirklich. Jetzt gleich die Übung machst und danach nochmal guckst, ob das Ganze auch besser geworden ist, weil die Übungen, die ich dir jetzt zeige, die helfen bei beiden Fällen. Da müssen wir eigentlich gar nicht differenzieren. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen. Was ich aber gerne mache, ist wirklich mit diesen Tests die Übungen, die ich mache, zu überprüfen. Weil man macht jetzt ein, zwei Durchgänge von den Übungen und weiß danach sofort, hey, klappt die Übung oder klappt die Übung für mich nicht? Ja, und kann so ein ganz empirisch vorgehen, evident, welche Übung eigentlich funktioniert und welche nicht. Ja, und das kannst du mir auch gerne mal nachher in die Kommentare schreiben. Auf diesem Weg, bevor wir mit den Übungen einsteigen, vergiss doch nicht, dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und das Video auch gerne mit Leuten zu teilen, von denen du weißt, hey, die haben vielleicht Hüftschmerzen, die kommen mit so einfachen Übungen nicht weiter, die müssen da ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ist hier ja auch ein bisschen was für Trainings- und Bewegungsnerds der Kanal. Das hilft mir weiter und jetzt steigen wir ein mit den Übungen. So, kommen wir zur ersten Übung. Und zwar alles, was du brauchst, ist eine Wand, am besten die Handtuchrolle von eben und eine ja, ungefähr 5 bis 10 Kilo Kettlebell ist wahrscheinlich am besten, wenn es eine Kurzhantel ist, auch gar kein Problem. Falls du das nicht zur Hand hast, kannst du für den Anfang auch ohne ein Gewicht arbeiten. Das ist ein bisschen effektiver, wenn du es mit Gewicht machst. Und zwar kümmern wir uns jetzt als erstes einmal um die linke Hüfte. Ja? Und zwar wollen wir diese konzentrische Spannung auf der Rückseite der Hüfte lockern. Ja? Also vor allen Dingen für alle, die sagen, ich habe einen verspannten Po, ich habe Piriformis, ich habe Ischialgie, kann die Übung hier sehr, sehr effektiv sein. Aber auch wenn du die Schmerzen auf der anderen Seite hast, ja, jetzt nicht zu symptomorientiert denken, sondern wir wollen das Becken jetzt generell wieder zurück nach links orientieren. Etwas, ja? Und zwar, was du machst, du suchst dir erstmal einen Abstand mit der Handtuchrolle zur Wand, dass du dein linkes Bein ja, schön tief an der Wand platzieren kannst, aber das Knie nicht komplett durchgestreckt ist. Ja? Also ich will jetzt auch nicht zu nah an der Wand sein. Ich will ungefähr so 10% Beugung im Knie haben. Ja? Versuch es einfach so zu machen wie ich. Ja? Und jetzt gibst du mit der Innenkante vom Fuß, also Großzehballen und innere Ferse, drückst du in den Boden, allerdings ohne, dass die äußere Fußkante abhebt. Ja? Das nächste, was du machst, ein wichtiger Tipp, ja, platziere die Handtuchrolle ruhig ein bisschen hier unter dem Hals, schieb deinen Unterkiefer ein bisschen nach vorne und guck einmal nach hinten, ja, so dass es angenehm ist. Und dann lass den Kopf einfach wieder fallen. Ja, jetzt sind die Atemwege etwas geöffneter und du kannst die Kettlebell oder die Kurzhantel auch in die linke Hand nehmen. Und was du hier machst, ja, du drückst den Ellbogen durch und schiebst das Schulterblatt nach vorne. Ja, dass das Schulterblatt nicht hinten im Boden ist, sondern nach vorne gedrückt wird. Allerdings nur das linke, ja, und das rechte Knie geht ungefähr zur Nase, würde ich immer sagen. Ja, also ruhig ein bisschen zur Mitte. Du solltest merken, dass du so anfängst, so ein bisschen nach links rüber zu rollen, ja, ist genau das, was wir haben wollen. Ja. Und jetzt atmest du durch die Nase am besten lautlos ein. Ja. Der andere Arm, der kann locker liegen bleiben und atmest aus. Innenrotation. Ja. So, nochmal einatmen. Und Fensterscheibe anhauchen. Einatmen oder die Lippenbremse benutzen. Ja. Das Ganze für 4 bis 6 Atemzüge. Achte darauf, den Nacken nicht zu verspannen.
Ja, was du merken kannst, ist durchaus Spannung im freien Schulterblatt, also da, wo nichts passiert, ja, da merke ich immer, dass der rechte Rücken sich etwas anspannt, ist genau das, was wir haben wollen. Und auch, dass hier die linken Adduktoren arbeiten, aber versuch die Position einzunehmen. Versuch dich jetzt nicht zu sehr auf irgendwelche Muskelspannung zu fokussieren. Wichtig ist wirklich, dass das Schulterblatt nach vorne gedrückt wird. Ja? Du kannst dann ein, zwei Minuten Pause machen und davon 3 Durchgänge machen. Was du auch machen kannst, du kannst in der Pause jetzt direkt die zweite Übung angehen. Dazu nehme ich mir jetzt hier noch eine Unterlage für den Kopf. Das kann auch ein dickeres Kissen sein. Ja? Diesmal kommt die Handtuchrolle wieder seitlich unter meinen Rumpf, ja, wie bei der Testübung auch. Und ich suche mir wieder einen Abstand, dass das Knie, in dem Fall jetzt das rechte Knie, leicht gebeugt ist. Auch nicht zu hoch platzieren das Bein, sondern relativ in einer Linie mit der Hüfte. Diesmal brauchen wir auch nicht die Kettlebell. Ja. Und was wir jetzt machen, Becken wird aufgerichtet. Auch hier wieder mit der Fußinnenkante Druck in den Boden geben. Ja. Der rechte Arm, der kann jetzt über den Kopf kommen. Ich kann ihn aber auch gerade nach vorne legen, wie es angenehmer ist. Ja. Und jetzt drückst du einfach in die Wand hinein. Ja. Du solltest sehen, dass hier die Spina Iliaca Anteris Superior, ja, die kommt so ein bisschen nach vorne. Das ist genau das, was wir haben wollen. Und du kannst durchaus Spannung im rechten Po wahrnehmen. Das Knie bleibt hier ungefähr 90 Grad oder kannst du auch ein bisschen tiefer legen, wie du möchtest. Ja. Und jetzt tief einatmen und Fensterscheibe anhauchen, ja, oder? Lippenbremse, wie du möchtest. Das Ganze auch für 4 bis 6 Atemzüge, ja, kurze Pause und die Übung abwechselnd gerne für 2 bis 3 Durchgänge durchtrainieren. So, zum Abschluss des Videos, nimm dir wirklich nochmal die Zeit und überprüf, ob die Übungen auch was für dich gebracht haben. Ja? Es gibt einige Übungen da draußen, schreib es mir gerne in die Kommentare, auch noch mehrere vorstellen. Es ist nicht immer so, dass jede Übung für jeden sofort oder überhaupt funktioniert. Wir machen jetzt auch mal bei mir, ich mache es jetzt vereinfacht nur rechts, ja, weil rechts ist ja bei mir alles schlechter. Wir gucken mal, ob ich habe jetzt wirklich nur einen Durchgang von den Übungen gemacht und zwar vor der Kamera. Ja, wir gucken jetzt mal, was sich getan hat. Ja, wir fangen mal mit dem Adduktionstest an. Der fühlt sich bei mir, ich kann es hier mal ein bisschen besser an als vorher. Ich habe immer noch einen Abstand zum Boden, aber der scheint mir nicht mehr ganz so groß zu sein. Ja, was für mich wichtiger ist, ist tatsächlich die Außenrotation. Ja, da würde ich sagen, habe ich auch etwas dazu gewonnen. Ja, das fühlt sich vor allen Dingen hier wesentlich leichter und weniger anstrengend für mich an. Wichtig, ja, ich habe bei den Tests auch schon einige Fortschritte gemacht. Gerade am Anfang ist es wahrscheinlich ein größerer Sprung, den du wahrnehmen wirst. Dann weißt du, okay, die Übung kannst du erstmal in dein Warm-up oder allgemein in deinen Trainingsplan aufnehmen. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein und ciao!